Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler und wir wünschen dir viel Freude bei dieser neuen Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Aufzeichnung läuft. Hallo Silvia. Ja, hallo Andrea. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, das ist heute eine sehr spannende Folge, weil wir zum allerersten Mal nicht nur den Podcast aufzeichnen, also wir beide uns treffen, um den Podcast aufzuzeichnen, sondern wir sind mit dieser Aufzeichnung heute live in der Malfreunde-Gruppe. Hallo zusammen. Ja, hallihallo. Ich grüße euch. Deswegen wird das eine ganz spezielle Folge. Mhm. Und deswegen, wir unterhalten uns heute nicht nur über ein Thema und malen dabei möglicherweise, sondern wir sind auch da für eure Fragen. Also wenn ihr... ich sehe schon, ein Zuschauer ist schon da und wer das ist, darf gern mal kommentieren, ob wir gut zu hören sind. Zu sehen sind wir ja eh, aber ich schalte uns, glaube ich, mal auf Galerieansicht, dann könnt ihr uns, hoffe ich, beide sehen in der Malfreunde-Gruppe. Ja, so müsste das eigentlich funktionieren. Mal gucken, ob es umschaltet. Jawohl, jetzt sind wir beide zu sehen. Yippie, ja, yeah. Super. Ja, schön. Mir hätte es auch gereicht, wenn du zu sehen gewesen wärst. Nö. Das machen wir mal schön zusammen hier, denn wir haben halt einen ganz besonderen Anlass, warum wir das heute machen. Und zwar, weil wir gestern auf über 600 Mitglieder angewachsen sind. Juhu! Verrückt, völlig verrückt. Ja, wir freuen uns. Ja. Und wir haben eben uns irgendwann entschieden, nicht jeden Einzelnen willkommen zu heißen mit einem Begrüßungspost und den beim Namen zu nennen und gleich mal so in den Mittelpunkt zu holen, weil wir gesagt haben, manche mögen das einfach nicht, manche mögen auch erstmal nur gucken und ein bisschen im Hintergrund bleiben und das ist auch okay. Und wir haben aber irgendwie auch so das Bedürfnis gehabt, die Neuen dann doch auch mal zu begrüßen und haben dann gesagt, wir machen das einfach auf diesem Weg mal. Also herzlich willkommen, alle Neuen. Ja. Und natürlich grüßen wir auch die alten Hasen. Absolut. Die ganz besonders, weil die sind von Anfang an dabei und nicht irgendwie dann jetzt im Laufe der Zeit inaktiv geworden und haben das Interesse verloren, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe so das Gefühl, die Gruppe wird im Laufe der Zeit immer lebhafter und aktiver und viel mehr beteiligen sich. Und es ist einfach so eine Freude, da immer mit reinzugucken und die neuen Bilder zu sehen und auch wie die einzelnen Mitglieder sich entwickeln im Laufe der Zeit. Wir haben die Gruppe jetzt seit Februar, März 2019, also es ist jetzt nächstes Jahr im Februar, wird sie 2 Jahre alt. Ja. Und das ist schon wirklich ein erstaunliches Alter in gewisser Weise, dass die Gruppe so sehr immer noch mit Leben, also wirklich lebt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und gar keine Alterungs- oder Ermüdungserscheinung irgendwie zu sehen. Und das finde ich so, so toll. Ja, also ich habe auch heute früh mal geguckt. Wir können gucken, in dem Administratorenbereich, wie viele Mitglieder aktiv sind. Und da war die grandiose Zahl gestanden, 555 aktive Mitglieder, also die wirklich immer wieder interagieren. Oh, das ist schon Hammer. Krass. Ja, das ist wirklich irre. Ja, also ich hatte neulich mal eine Zahl gesehen von, das war, wo wir das 500-Jubiläum hatten, das ist ja auch gerade erst 2 oder 3 Wochen her, oder? Mhm. Ja, da hatte ich die Zahl von 78% gelesen und es sind jetzt vielleicht sogar schon mehr geworden.
Ja, also es ist wirklich toll. Ja. Jetzt nur noch mal für die, die jetzt gerade reingeschaltet haben. Es ist tatsächlich Absicht, dass Silvia und ich heute live hier podcasten. Also bitte, zögert nicht, schreibt einen kleinen Begrüßungskommentar rein unter das Live-Video. Meldet euch gerne, dass ihr da seid und nicht nur zuschaut, sondern stellt Fragen, wenn irgendwas ist, wenn ihr gerne, was ihr schon immer fragen wollt, so nach dem Motto. Ja, okay, genau. Das kam jetzt sehr spontan, dass wir das jetzt heute Morgen machen, weil wir haben festgestellt, dass wir am Montag, wo wir normalerweise Podcasts aufnehmen, leichte Terminschwierigkeiten kriegen. Und Silvia hat heute einen geschenkten freien Tag. Und da ich meine Tage ja insgesamt frei einteile, doch nicht so ganz frei? Doch, geschenkt frei, aber aus traurigem Anlass, ja, aber trotzdem. Sehr schade. Also es ist, vielleicht erzähle ich es kurz, normalerweise hätte ich heute in einer Gruppe hospitieren müssen, in der ich nachts arbeite, und da ist aber ein Bewohner leider verstorben und deswegen wurde meine Hospitation abgesagt und deswegen war ich traurig. Gestern etwas, also es hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Das verstehe ich. Aber jetzt habe ich einen geschenkten freien Tag und am Montag eben nicht. Am Montag, von Sonntag auf Montag habe ich Nachtdienst und dann hätten wir auf den Nachmittag ausweichen müssen zum Podcast aufnehmen, was auch möglich gewesen wäre. Aber da ist dann, hüpft meine Tochter rum. Ja, und also es ist einfach so ein bisschen unruhiger und der Vormittag ist die Zeit am Tag, wo wir eigentlich auch am liebsten kreativ sind und auch sehr produktiv sind. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, dann lieber gehen wir jetzt auf den geschenkten Vormittag. Mhm, genau, ja. Mein Termin ist gerade rum, dann passt das auch prima. Ja, das super. Einzige Schwierigkeit ist, also wenn es irgendwo mal laut krummelt, ist mein Magen. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Oder mein Hund. Okay. Der hüpft nämlich hier auch irgendwo rum. Ja, die Katze ist mittlerweile draußen, die hatte ich vorhin hier während des anderen Zoom-Termins, den ich eben schon hatte, hier noch mit dabei. Die hat mit rumgeturnt, ja. Okay, Thema heute. Du hattest ein Thema eben, ne? Ja, also mir war wichtig oder ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn wir da mal drüber reden würden, weil jetzt eben auch so viele neue dazugekommen sind. Wir haben ja keine Gruppenregeln oder fast keine Gruppenregeln. Und wir haben bewusst keine Gruppenregeln. Genau. Weil, also ich kenne Gruppen, in denen ist es so, nur ein Posting am Tag oder das muss auch noch freigeschaltet werden am Ende. Ja, genau. Also das muss dann, genau. Also bei uns, ihr dürft 20 Bilder am Tag, so viel ihr wollt, dürft ihr zeigen, denn ich denke, wir sind alle des Scrollens fähig und man kann einfach, also mir macht es einfach Freude, viel von euch zu sehen und also uns wird das nicht zu viel. Wir halten das aus und wir freuen uns immer über eure Bilder, über eure Kunstwerke, über eure Fragen und also wir sehen da keinen Grund, das zu beschränken oder auch die Bilder freizuschalten. Ich meine, wir reagieren, wenn dann irgendwie jemand einen Thermomix verkaufen will, dann reagieren wir. Schon mal. Und dann sagen wir auch mal was, aber in der Regel kommt das so gut wie nie vor. Genau, also in den 2 Jahren hatten wir jetzt das einmal und das ist auch völlig okay und damit können wir umgehen. Und ein weiterer Grund ist, also oder was auch in manchen Gruppen verboten ist, ist, dass Werbung nicht geschaltet werden darf für eigene Online-Kurse oder für irgendwelche YouTube-Channels oder sonst irgendwas, wo wir auch sagen, also davon profitieren alle. Ja. Und also warum sollten wir das verbieten oder warum solltet ihr euch nicht mit eurer Seite, eurer Homepage, eurer Kunst, euren erschaffenen Dingen zeigen sollen? Also dafür sind wir da. Genau, ja.
Ja, und ich finde auch, das fügt sich in der Gruppe einfach wunderbar. Und dadurch, dass wir, also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich in eine Gruppe reinkomme und ich kriege als erstes das Akzeptieren der Gruppenregeln vor den Latz geknallt, genau, wir haben beide dieselben Worte, dann lenkt das schon so den Fokus eben auf Verbote. Und das ist eine Haltung, mit der wir beide nicht in die Welt gehen, ne? Wir gehen beide mit den offenen Armen in die Welt, und wenn, jeder verhält sich auf seine bestimmte Art und Weise, und ich bin der festen Überzeugung, eben dadurch, dass diese Gruppe so ist, wie sie ist, mit ihrer ganzen Ausstrahlung, mit dem, wie die einzelnen Menschen sich dort verhalten, wie wir miteinander kommunizieren, dass das nach außen auch strahlt und dann eben nur die Leute kommen, die auch sagen, ja genau, so will ich das auch. Genau. Und das ist dann, es kommt gar keiner auf die Idee, irgendwie diese Gruppe für irgendwelche sonderbaren Zwecke einsetzen zu wollen, sondern wir kommen in die Gruppe, weil wir das Gefühl vermitteln, oder weil die Gruppe insgesamt mit dem Verhalten, was da ist, das Gefühl vermittelt, oh, hier ist ein künstlerisches Zuhause, hier sind alle irgendwie ähnlich gestrickt, hier kann ich mich wohlfühlen. Und das, was ich zu Hause in meinem Wohnzimmer mache oder nicht mache, das mache ich auch in der Gruppe nicht. Also ich schmeiße zu Hause meinen Müll nicht auf den Boden, dann mache ich das da in der Gruppe auch nicht. Also es ist so ein, das hat schon sowas auch mit Energie zu tun, seien wir ehrlich. Ja, hat damit zu tun, mit welcher Energie gehen wir da rein, mit welcher Energie sind auch wir beide da und nehmen auf, was ist, oder ja, also ich weiß nicht, eigentlich wollten wir es ja nicht verraten, ne? Es sind ja ganz viele, auch bei dem 500er Jubiläum kamen ganz viele, oh, ihr habt ja so viel Arbeit mit der Gruppe. So. Nee. Und wir jedes Mal sitzen dann hier so und so. Weil, nicht verraten, wir haben null, in Worten, null Arbeit mit der Gruppe. Richtig. Also es ist, seit wann macht Liebe Arbeit? Ja, also wir haben auch eben dieses Vertrauen, dass das alles gut läuft. Ich kann mich an ganz wenige nicht wertschätzende Kommentare erinnern. Also das meiste ist völlig moderationsfrei und also es macht uns null Arbeit, wirklich. Und es macht uns im Gegenteil einfach nur Freude Spaß. Ja. Und also super. Ja, es gab am Anfang tatsächlich hier und da so ein bisschen Energieverlust und Reibereien, wo sich noch klären musste, wie die ganze Zusammensetzung wird von der Gruppe. Aber das hat sich ja auch relativ schnell erledigt, das Ganze, und geregelt. Ja. Und seitdem ist es so nur noch schön und fabelhaft. Also ich gehe gerne rein. Es ist wirklich mein Facebook-Zuhause, sagen wir es mal so. Und mit eurer Hilfe durfte ich wachsen. Nee, ist wirklich so. Also das ist aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Wir wachsen mit, und wir haben nicht dieses, wir zeigen euch jetzt mal, wie es geht, oder also wir haben überhaupt keine lehrende Rolle oder keine, wie soll ich jetzt sagen, wir sind einfach auch Mitglieder der Gruppe, wir posten auch mal was, wenn was nicht gelingt, oder es ist einfach, wir wachsen da einfach mit. Ja. Und wir haben alle zusammen, auch noch nicht so lange wieder das Malen für uns entdeckt. Und wir schätzen die Anfänger genauso wie die schon seit 20 Jahren malen und natürlich ganz anderen Entwicklungsstand haben. Und das ist das Schöne, dass in der Gruppe eben Platz ist für alles. Ja, also für den, der gerade anfängt und sich überlegt, welche Buntstifte kaufe ich. Und für den, der Ölmalerei und keine Ahnung was verbindet. Ja. Also
Ja, auf einem, es ist einfach ja, toll. Wo man sagen würde, okay, hier findet Kunst schon auf einem ganz hohen Niveau statt. Ne? Das ist also ganz, diese Mischung finde ich einfach auch wunderbar, weil alle voneinander lernen. Und es gibt ja, wir sind, also davon bin ich auch fest überzeugt, alle aus einem bestimmten Grund finden wir uns hier zusammen, weil wir verbunden sind auf einer gewissen Ebene. Mhm. Und wir finden uns hier zusammen, weil uns ein gemeinsames Interesse eint. Nämlich, weil wir haben Freude daran, die möchten wir teilen. Ihr wisst es ja alle, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und jeder freut sich, wenn er ein positives Feedback auf sein Bild bekommt. Genau. Und da entstehen Verbindungen auch nochmal in dieser Verbundenheit ganz neu. Und auch wenn über das Thema Inspiration haben wir schon viel gesprochen, auch wenn es nicht bewusst vielleicht stattfindet, von jedem Bild, was kommt, nimmst du einen Impuls mit. Du nimmst irgendwas, also dein Gehirn nimmt irgendwas auf, was dir vielleicht auch gar nicht so bewusst ist in dem Moment. Und das nimmst du wieder mit in das eigene Schaffen. Und wenn das in einer Atmosphäre passiert, wo du dich wohlfühlst, wo du dich zu Hause fühlst, wo du auch das Gefühl hast, ich bin hier richtig und darf hier so sein, wie ich bin, dann findet das Eingang in dein System und du verarbeitest das viel eher, als wenn das so mit, oh Gott, darf ich das jetzt und ist das hier überhaupt und oh, so mit so einem Stressfaktor verbunden ist, dann, da kann keine Kreativität stattfinden. Ja. Da kann keine Inspiration passieren. Genau, und an der Stelle auch ruhig nochmal die Ermutigung, zeigt auch eure Bilder, wenn ihr nicht ganz hundertprozentig zufrieden seid damit oder wenn ihr noch nie ein Bild gezeigt habt, traut euch. Also ja. Es wird, jeder darf sich zeigen mit dem Entwicklungsstand, auf dem er sich gerade befindet. Und es ist so toll, dass es eben diese Vielfalt gibt. Und was ich ganz besonders toll finde, worüber ich mich immer freue, ist, wenn ich über irgendwas stolpere, wo ich so denke, boah, wie ist denn das gemacht? Also ja. Was ist denn das jetzt für eine Technik? Oder also ganz aktuell begeistern mich diese Bleistiftzeichnungen total, weil ja, ich mir denke, ne? Boah, krass, was man mit einem Bleistift alles machen kann. Also es sieht einfach toll aus. Und ja, ich finde das ganz prima, was für neue Impulse dann immer kommen. Ja. Ja, das ist richtig schön. Ja. Es macht Spaß mit euch. Ja, absolut. Und das wird auch, ja, da bin ich sicher, auch weiter erstmal so bleiben, dass es weiter Spaß macht. Ja, das zu den Regeln, ne? Und die nicht da sind. Die nicht da sind, genau. Und das ermöglicht aber auch, also damit ist schon gleich von vornherein signalisiert, okay, hier herrscht Vertrauen, hier ist auch ein Feld, wo es keine besonderen Regeln braucht, weil hier jeder so reinkommen darf, wie er ist. Das fand ich so toll beim Segeln damals. Ich glaube, das ist genauso ungefähr derselbe Ansatz. Warum es auf Segelturns, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, so selten Streit gibt? Das liegt da in einem Boot. Exakt. Und du hast dasselbe Ziel. Du willst dieses Boot voranbringen. Und ja. dann ist jede Hand dafür da. Okay. Und jeder geht auf dieses Boot, weil er dieses Boot in Bewegung bringen will. Ja. Und da ist kein Platz für, ich will es aber auf meine Art und Weise machen, weil die Art des Boots ist gefragt. Ja. Und wir sind nur die Hände, die dieses Boot in Betrieb setzen, eben indem sie Segel setzen, indem sie die Leinen trimmen, indem sie den Anker lichten und die Richtung am Steuerrad stehen und so weiter. Da sind die Aufgaben ganz klar verteilt, wer macht was. Aber es ist das Boot, das uns voranbringt. Mhm. Und so ist es, glaube ich, hier, so ist es in der Richtung hier mit der Malfreunde-Gruppe auch. Wir sind die Hände. Mhm. Und die Gruppe ist das Boot, beziehungsweise die Kreativität ist das Boot, die uns alle motiviert, hier zu sein. Und darum geht's. Ja. Ja. Wo das Bild jetzt auf einmal herkam, weiß ich nicht. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal segeln war.
Also ich finde es jetzt gerade sehr witzig, weil das ja auch das Cover war von unserem Reisejournal. Ja. Und deswegen finde ich das jetzt gerade ein ganz schönes Bild. Ja, und der Impuls kam auch für dieses Cover von dem Reisejournal aus dem Art Journaling Kurs von der Clarissa Hagenmeier. Ja, genau. Da, wo wir alle angefangen haben. Fast alle, ja. Ja, fast alle, genau. Also auf jeden Fall mal wir beide. Ja, bei uns kommen gerade, ja, merkst du auch aktuell wieder einige aus der Happy Painting-Richtung zu uns. Ja, sehr schön. Ja. Ja, da ist diese Verbindung ist halt auch immer noch da. Die ist lebendig und das finde ich richtig toll. Ja. Ja. Ja, siehst du denn da jetzt Kommentare? Nee, Kommentare kommen halt keine, oder? Ach. Ich muss nochmal, also es ist immer wechseln zwischen 2, 3, 4. Kann ich da jetzt auch reinkommen. Auf dem Handy das Ja, ja, das kannst du auch sehen. Ja, ja, das kannst du auch sehen. Und ich sehe aktuell 3 Augen, aber keiner schreibt was. Also ihr dürft gerne posten. Das ist genauso schon gedacht. Ne? Du siehst es auch. Ach, ich muss nochmal, also es ist immer wechseln zwischen... Wenn ich das anklicke, dann höre ich... Den Ton abschalten wäre gut, ja. Weil du hast mich ja auf deinem Ohr. Mhm. Aber wenn du jetzt den Ton von deinem Handy noch anschaltest, dann haben wir quasi unser Gespräch zeitversetzt nochmal mit. Also ihr dürft, ne? Ah, und es ist zeitversetzt tatsächlich. Ja, aber das ist normal, also weil da ist okay. so viel Datenübertragung dazwischen, dass das nicht in echter Echtzeit ist. Okay. Deswegen, als ich das erste Mal ein Facebook Live gemacht habe, fand ich das auch extrem irritierend, weil ich mich beim ersten Mal auf den Bildschirm bei Facebook konzentriert habe und eben nicht auf meinen Zoom-Bildschirm. Und ja, das ist dann da war das mega schräg, weil ich dauernd drauf gewartet habe, dass ich endlich ankomme, wo ich schon bin. Das war sehr lustig. Das ist auch ein sehr lustiges Bild. Ja, hallo. Dass ich wo ankomme, wo ich schon bin. Genau. Jetzt ist Erika da. Hallo, schön, dass du da bist. Und hallo, Erika. Ein Lebenszeichen von dir gibst. Aber wir sind auch mit Stalkern zufrieden. Ist alles okay? Nein, Stalker war jetzt ein blöder Begriff, Entschuldigung. Aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sehr ungewohnt ist, dass wir hier in der Gruppe live sind und vielleicht erschrickt sich auch der eine oder andere, dass er da jetzt mitten einer Podcast-Aufzeichnung beiwohnt und klickt es ganz schnell wieder weg. Aber es ist tatsächlich so gedacht, dass wir das heute mal live machen. Und es wird eine besondere Folge und wir plaudern aus dem Nähkästchen. Hallo Conny. Und das wird alles auch nächste Woche Mittwoch in der Podcast-Folge zu hören sein, was wir jetzt hier erzählen. Ja, genau. Und ihr könnt uns mal dabei zuschauen. Also normalerweise, also ich male jetzt gerade nicht mit, weil ich mich... sonst auf zu viele Sachen konzentrieren müsste. Auf Silvia konzentrieren, auf eure Kommentare, die ich hier noch sehe. Ansonsten würden wir, während wir hier uns unterhalten, würden wir nebenbei kritzeln, malen, was auch immer gerade so anliegt. Ich habe gerade geklebt. Ja. Nein, geklebt habe ich. Okay. Und zwar habe ich meine neue Stickermaschine gerade ausprobiert. Hm. Okay. Und habe den Adventskalender von der Michelle und der Mara. Tamara, ja. Von Mara heute kreativ. Gemacht. Mhm. Genau. Ja, damit bin ich jetzt fertig. Ja, Erika, das ist schade, dass du gerade zu nichts kommst. Aber wir hätten es, wir haben es nicht früher ankündigen können. Deswegen hast du uns per Zufall entdeckt, weil wir das wirklich jetzt ganz kurzfristig entschieden haben, das so zu machen. Ja. Am Montag klappt es mit unserer Aufnahme nicht und heute haben wir beide Zeit und dann machen wir das einfach locker flockig und könnt ihr auch alle nachher noch später anschauen, wenn ihr Zeit habt. Muss euch gerade hier machen. Und Lust habt, genau. Stickermaschine. Ich hatte jetzt gerade bei der Sabine Brendel gesehen, dass sie ihr Little Me auf Stickern hat. Die hat sie aber anfertigen lassen, ne? Ja, genau. Ich habe geguckt, auf stickerapp.de, www.stickerapp.de, da kannst du diese Sticker tatsächlich machen lassen. Sind nicht so teuer
Und du lädst praktisch das hoch und dann kannst du wählen, ob ein transparenter Hintergrund oder wie oder was. Also es ist ganz cool. Sieht ganz cool aus. Und ich werde mir das mal merken, für wenn ich mal irgendwas habe, was ich auf einem Sticker haben möchte. Ja, hot also tschüss, natürlich. 100 Mal oder so. Hot tschüss Sticker. Ja. Hallo Nicole. Das wäre ja, ja, das wäre tatsächlich mal eine Möglichkeit. Hot tschüss Sticker. Ja, aber hallo. Ja. Am besten in groß, also richtig groß und dann auf die Autotür. Nein. Ja, meine Tochter fände es auch klasse wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit, da bin ich überzeugt von, ja, dass sie das toll fände. Ich habe einen Adventskalender mir schicken lassen von Johannes Behlach. Der mit den Sand Paintings, ne? Genau, der die Sand Paintings ins Leben gerufen hat, von dem ich das mit den Sand Paintings übernommen habe. Und ich habe es ja so ein bisschen umgewandelt. Bei mir sind dann ja diese Knallerlinge entstanden. Ja. Und Johannes macht tatsächlich auf dieser Größe von diesem 1-Cent-Stück Aquarellzeichnungen, kleine. Ja, ist der Hammer, ne? Und ja, irre. Und der hat jetzt Adventskalender verkauft und da habe ich mir einen bestellt, den vorletzten habe ich ergattert. Oh. Und also hat da eine ganz, ganz kleine Auflage nur gemacht, weil es handgemacht, also das ist irre, ja, also die Sandpaintings, das ist schon kopiert, aber er hat die selber geschnitten, er hat die zusammengemacht zu einem kleinen, wie so ein kleiner Abreißkalender, da ist eine schöne Klammer hinten dran, also toll. Ganz liebevoll, wirklich toll, und der hatte da 3 Sticker mit reingepackt in das Ding, und gestern habe ich das so mal genauer angeguckt, ich hatte echt vorher überhaupt keine Zeit, und dann habe ich diese Sticker in der Hand gehabt und habe so geguckt, einer, auf einem steht Rich Bitch und auf dem anderen, und da hat es echt so ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt habe, da steht hahaha no. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich mein Sticker, also mein Motto, ganz oft auf Arbeit, wenn irgendjemand was von mir will, da muss ich oft erstmal lachen und dann nö. Sehr cool. Und das fand ich, also diesen Sticker, da muss ich mir jetzt einen besonderen Platz für überlegen, ja, weil den muss ich möglichst oft anschauen, weil der hat mich so glücklich gemacht. Und der ist auch auf Sandpainting-Größe? Nein. Okay, nee, die Sticker sagen, sind groß. Weil der darf, also dieser Hahaha No, der darf ruhig so groß. Ja, nee, so groß ist er leider nicht. Aber ja, also eine gute Größe hat er. Ja. Aber also sehr, sehr witzig. Ich kann es ja mal das fotografieren mal, und ja, genau, posten. Und also es hat mir gestern so ein Lachen gezaubert. Und ich habe so gedacht, ja, genau. Das glaube ich. Ja. Das passt für mich persönlich zum Thema Selbstfürsorge, ja, und Abgrenzung. Ein Nein ist ein Ja. Das ist oft die liebevollste Antwort. Ja. Und dieses Hahaha, no. Genau, das fand ich cool. Super cool. Also das ist auch gerade etwas, was ich gut gebrauchen kann. Mir ist nämlich, ja, also ihr habt es alle, also die meisten werden es mitbekommen haben, ich habe die Tage, ich habe meine Loslasttage, sagen wir es mal so. Ich sortiere gerade für mich, was noch passt, was nicht mehr passt, und in dem Zuge habe ich meinen Newsletter abgeschafft, also zumindest vorläufig und in der Form, wie ich ihn jetzt gebracht habe. Und zwar aus dem Grund, weil ich mich mit dem ganzen Werbegedöns da drinne überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe. Und das wird auch der Grund sein, warum ich jetzt auf meiner Homepage die ganzen freien Kurse wie Collagenpapiere und Einlinienporträts und so weiter, die da werde ich auch das Abfragen der E-Mail-Adresse davor abschalten. Und das wird einfach ein freier Kurs sein. Fertig aus. Peng. Ein freier Kurs auf meiner Homepage. Auf deiner Homepage. Genau. Dann. Okay. Ja. Und ich hatte den ja bisher, die hatte ich ja bisher immer nur rausgegeben, quasi, du gibst mir deine E-Mail-Adresse und ich krieg. Genau, und du kriegst von mir diesen Minikurs. So, machen okay. wir nicht mehr. Da habe ich mich schon immer unwohl mitgefühlt und auch damit meine
diese E-Mails voll zu ballern mit, ich habe jetzt das und das und das und das und das neu. Da habe ich mich absolut nicht mehr mit wohl gefühlt und deswegen. Ja, du hast halt einfach auch so viel neu, dass diese E-Mails immer länger wurden. Ja, das ist der eine Aspekt, das ist auch noch ein Aspekt, aber ich habe mich dabei, moin Daniela, hallo, ich habe mich dabei voll geschämt, wenn ich das gemacht habe. Das ist jetzt bei mir, richtig? Ja, ich glaube schon, aber ich kann es ja kurz erzählen. Oder ja, mach mal. Ah, das ist sein Telefon. Ja. Ich muss kurz hingehen, ja, ich bin mal kurz weg. Alles klar, die Silvia kennt die Geschichte schon, deswegen erzähle ich es hier nochmal kurz, warum ich das gemacht habe. Also ich habe mich einfach mit dieser Art der Vermarktung nicht mehr wohlgefühlt und aus dem Grund habe ich mir gedacht, nee, E-Mails einsammeln, so ein Quid pro Quo-Dings und ja, Sachen frei rausgeben, die ich, hallo Brigitte, die ich eigentlich ja nicht verkaufen will, sondern euch schenken möchte, dafür dann die E-Mail-Adresse einzusammeln, um euch dann weitere solche Werbepostings um die Ohren zu hauen, die, das bin nicht ich, das will ich nicht machen. Und dann kamen zu der Zeit auch diese ganzen Black Friday, Cyber Monday Angebote, wo mein Postfach übergequollen ist und habe gesagt, nee, also da möchte ich einfach nicht einer von diesen vielen sein. Das passt nicht zu mir. Und mit dem Adventskalender kurze Zeit später, auf den hatte ich mich echt gefreut, weil der letztes Jahr so toll lief und ich habe so viele schöne Sachen vorbereitet, die ich damit reingeben konnte, aber auch da war dasselbe Phänomen. 1. Dezember, das erste Posting zum Adventskalender geht raus und ich gucke in Facebook, Instagram, überall Adventskalender, Adventskalender, Adventskalender. Ich habe gedacht, ich platze gleich, also mein Schädel platzt gleich. Deswegen so, nee, mache ich nicht mehr. Genau, und deswegen loslassen, diese Dinge. So. Die Dinge, die nicht mehr zu einem passen. Die nicht mehr zu einem passen, genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, warum ich das angefangen habe mit die Dinge zu benennen. Mit dem Ha-Ha-Ha-No. Genau, Ha-Ha-Ha-No, richtig. Und genauso kam mir dann der Gedanke, also gestern hatte ich einen ziemlich, gesundheitlich keinen guten Tag. Ich habe mir beim Schneeschippen einen Hexenschuss zugezogen. Sehr schön. Dazu kamen noch irgendwie Kopfschmerzen und Übelkeit gestern. Das war irgendwie ganz komisch. Und ich lag mit der Katze auf dem Schoß auf dem Sofa und habe dann so den Gedanken gehabt, den genau dieser Sticker transportiert. Hahaha, no. Bei allen Ideen, die jetzt so kommen, werde ich genau das jetzt erstmal überprüfen. Ist das eigentlich jetzt wirklich was in mein Leben passt, was mir Spaß machen würde? Und wenn nicht, dann kriegt das eben auch die Ha-ha-ha-No-Karte demnächst. Ja, also das ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass man sich nicht verzettelt. Also ja, dass genau. Man einfach so dieses, also es ist total schön, aus dem Vollen schöpfen zu können und so kreativ zu sein und viele Ideen zu haben. Ne? Ja. Es ist aber auch genauso wichtig, dann immer mal innezuhalten und zu sagen, stopp, ist das jetzt wirklich was ich verfolgen will? Mhm. Weil Ideen hat und man schnell. Wie. Ja, total. Und dann manchmal, also oft ist es ganz gut, diesen Ideen auch nachzugeben und zu sagen, wow, ja, genau, das mache ich jetzt. Aber wenn es zu viel wird, dann muss man auch ganz gut auf sich Acht geben und gucken, passt es gerade alles und ist es noch okay? Genau. Merkt ihr das mal. Wir machen mal eine Podcast-Folge auch noch über Ideen. Also wirklich den Umgang mit Ideen. Ich glaube, so unter diesem Aspekt haben wir das noch nicht gemacht. Wir haben gemacht, wo wir Inspirationen finden, aber nicht über den Umgang mit Ideen, wie wir sie ins System lassen oder draußen lassen oder was wir damit machen und sie dann letztlich umsetzen. Ganz kurz, Erika schreibt, bin sicher, ohne E-Mail-Anmeldung werden die freien Kurse noch mehr genutzt. Da bin ich ganz voll bei dir. Klar, auf jeden Fall werden die dann noch mehr genutzt. Und dafür sind sie ja auch da. Dafür habe ich sie ja auch gemacht, dass sie eben für euch Anregungen sein können, als Basis auch für den Einstieg ins Mixed Media. Und ja, Daniela stimmt mir dazu, sieht sie genauso. Dankeschön. Ja,
Das Piepsen war meine Waschmaschine. Ah, okay, ich habe gerade gedacht, okay. Ich habe gesehen, wie du jetzt geguckt hast, so, oh Gott, was piepst, was ist das jetzt? Weil unsere Rauchmelder hören sich so ähnlich an. Ja, oh je, Panik. Nee, es brennt nicht. Nee, genau. Keine Angst, ja. Nee, die Waschmaschine wirklich, ist nur ja. fertig. Bei dieser ganzen Unmenge an Impulsen und eben, wir sind jetzt hier in dieser Gruppe 600 Leute und je mehr Menschen da sind, umso mehr Bilder kommen, umso mehr Impulse fange ich auf. Ich bin auch so ein Mensch, der, ich habe so ein riesiges Schwammhirn, da kommt alles ungefiltert erstmal rein und dann komme ich so ins, was mache ich jetzt als erstes, was mache ich als nächstes? Und da ist es für mich, ist es extrem wichtig, halt zu gucken, was passt zu mir, was passt in das, was ich jetzt mache. Nicht, weil ich jetzt irgendwie als Online-Unternehmerin, weil ich mache Malkurse, ich habe eine Kursplattform. Klar bin ich im gewissen Sinne eine Unternehmerin, ob das jetzt irgendwie in mein Geschäft passt, sondern ob es zu mir passt, weil ich kann das nicht trennen. Für mich ist das kein, ich bin nicht da die Kursleiterin und ich bin hier diejenige, die malt und schreibt, sondern das bin alles ich. Und weil das so ist, gucke ich halt jetzt ganz genau, was passt denn bei mir noch rein und was nicht. Und dazu gehören Maltechniken, dazu gehören auch die Kurse, die ich selber besuche. Also dieser Overflow an Impulsen, da muss ich schon auch ziemlich dann genau gucken, auch unter dem Aspekt der Selbstfürsorge. Was gibt mir denn jetzt Energie? Womit fühle ich mich hinterher viel besser, stärker und was bereichert mich? Oder zu gucken, okay, den Trend oder sowas oder die Challenge oder sonst wie, das mache ich jetzt einfach mal nicht mit. Und ich finde auch, man muss einfach so mit seinen Kräften haushalten. Ja. Und darüber hatten wir auch schon mal eine ganze Folge, ne, über Selbstfürsorge und wie wichtig das ist eben, dass man zuerst für sich gut sorgt, weil nur dann kann man auch für andere sorgen. Genau, ja. Und das ist einfach total wichtig. Ich finde immer so schön das Bild mit der Gießkanne. Ne? Aus einer leeren Kanne kannst du keine Pflanzen gießen. Ja. Ja. Ja, und also ich muss sagen, für mich ist es gerade, also ich finde es gerade ganz interessant, weil wir normalerweise oft dieselben Impulse haben und im selben, in derselben, na wie sagt man, die Resonanz ist oft bei uns ganz gleich. Ja. Ne? Und wir haben oft so diese selben Impulse und wo wir gerade stehen, das ist so gleich. Ja, und das ist irre, ne? Das ist ja manchmal wirklich erschreckend. Also ganz manchmal, ja. Also manchmal war das schon so, wir sind ja auch verbunden über WhatsApp und da ist es oft so, dass das eine was bei Facebook postet und die andere dasselbe bei WhatsApp irgendwie gerade und dann so, hä? Aber das, ohne wirklich, irgendwie wirklich, das zu sehen. Also ganz witzig. Ja. Also wenn wir beide relativ zeitnah was Ähnliches in die Gruppe schreiben, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie abgesprochen hätten. Oder manchmal malen wir ja auch was ziemlich Ähnliches. Ja. Gell? Das und mit dem Elefanten auch, jetzt, ne? Ja. Wo hast du einen Elefanten gemalt? Besteht bis jetzt nur als Skizze, aber das hatte ich jetzt noch nicht weiß gezeigt. Ich, genau. Ja, also manchmal ist es echt einfach witzig. Genau. Und irre. Manchmal ist es echt erschreckend. Ja. Als würden wir einander im Gehirn hocken. Ja, oder auch, wir brauchen uns manchmal gar nicht absprechen, wenn irgendwie was ist, ne? Und worüber wir uns kurz austauschen müssten und dann, ist eh klar, dass du so denkst. Also genau. Das macht aber auch das Moderieren so einfach in der Gruppe, ja? Weil wir einfach auch komplett gleich ticken und dadurch ist es so einfach. Da brauchen wir uns darüber. Also wenn da jemand mit einer Thermomix-Verkauf da ankommt, da gibt es keine zwei Meinungen bei uns. Nee, genau. Also ich habe das dann gelöscht und habe dir dann halt Bescheid gesagt, dass ich das gelöscht habe. Und ich hatte wirklich eine Sekunde vorher hatte ich von der Frau, die das da reingepostet hatte, die hatte das noch irgendwo als Kommentar reingestellt. Eine Sekunde vorher hatte ich diesen Kommentar noch gelöscht. Aha. Ja, und ich das post. Also irre, ne? Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte,
Du hast gerade so dieses Loslassen und dieses Sortieren und so. Und bei mir ist es gerade eher so, ich hatte, ja gut, letztendlich ist es schon auch wieder ähnlich, weil ich gerade ja auf der Arbeit ganz viel loslassen durfte. Mit dem neuen, und, mit dem Teamwechsel jetzt, ne? Ja, also ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich Wechselschicht gearbeitet, früh, spät, Nacht, und es war mega anstrengend, und jetzt ist es anders, und ich habe meine Gruppe jetzt verlassen müssen, dürfen, und bin da aber immer noch, halt jetzt in der Nacht, und das ist zum einen natürlich auch so ein Loslassen, und was ich jetzt aber merke, und das ist echt erst seit vorgestern, dass ich da ja nicht mehr bin, und ich merke, ich bin so viel befreiter und die kreativen Ideen sprudeln, und ich habe so das Gefühl, ach, also es ist wirklich einfach nur gut. Ja, und ich merke gerade so, ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, ne, also eigentlich schon seit Juni, wo ich so gemerkt habe, boah, das wird einfach alles viel und und überhaupt. Und ich hatte jetzt immer so dieses, ich habe mir meine kreativen Inseln geschaffen und habe auch jeden Tag wirklich irgendwie was gemacht, weil es mir einfach wahnsinnig gut tut, irgendwas zu tun, wo ich ein Ergebnis sehe und wo dann einfach, ja, woran ich mich dann erfreuen kann. Aber das war oft Arbeit. Also das war oft damit verbunden, ich muss jetzt irgendwie mir das und das und das zurechtlegen, damit ich dann mal eine halbe Stunde mir freischaufel, was machen zu können am Maltisch. Aha. Oder ich bin halt dann früh aufgestanden und habe dann frühs gemalt, aber jetzt, ja, die letzte Zeit war es dann auch oft so, dass ich dann meine Tochter lieber mit dem Auto zur Schule gefahren habe, statt in dem überfüllten Bus sie fahren zu lassen und so weiter. Und die Zeit wurde immer knapper, immer knapper. Und jetzt merke ich so, oh, ich habe jetzt einfach Zeit. Und jetzt sprudeln die Ideen wieder. Und vorher war das auch oft so, ich mache jetzt halt mal das und jetzt machst du mal das. Aber es war so ein bisschen gehemmt. Und dann mein Keller, der nicht hergerichtet ist. Also ich war auch so, so platzmäßig eingeschränkt. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch gibt. Aber ja, also ich merke, dass ich jetzt gerade sehr viel losgelassen habe und dass mir das einfach nur gut tut. Also ich kann es jedem raten. Ja, immer mal so in sich reinzugucken und zu schauen, was noch für einen passt. Also es sind, das ist jetzt nicht nur zum Jahreswechsel mal den Kleiderschrank ausmisten, also wirklich, was passt mir physisch noch, sondern auch echt zu gucken. Und da hatte ich jetzt gerade letzte Woche in einem Training, war die Frage, wie will ich denn arbeiten zum Beispiel? Und genauso gut auch die Frage, die man sich so stellen kann, wie will ich leben? Welche Teile davon sind noch okay und welche, welche machen mir, strengen mich nur an und rauben mir eigentlich die Kraft, ne, die ich für anderes brauchen könnte. Ja. Und dann, klar, man kann jetzt, dass man manche Dinge nicht so einfach dann loswerden kann, wie beispielsweise, wenn man die, es müssen ja nicht immer große Entscheidungen sein, sondern einfach auch nur so kleine Entscheidungen sind da manchmal nur nötig, aber die dann halt auch wirklich zu treffen und auch umzusetzen und dann zu spüren, dass einen das wirklich ein bisschen erleichtert, wenn man das nicht mehr macht oder anders macht, wie auch immer. Du weißt schon, dass du mit einer Krimi-Tante sprichst. Ich hatte gerade so das Gefühl, wie lasse ich eine Leiche verschwinden? Okay. Oh nee. So. Irgendwas hast du gerade gesagt, was mich dahin gebracht hat, zu denken, ja, und dann, wenn man das dann loslässt und dann manche Sachen sind schwieriger loszuwerden. Ja, genau. Okay. Ja. Guck, ich muss jetzt gerade echt mal laut lachen. Gut, also im Moment sagen ist die Situation bei uns zu Hause da einigermaßen entspannt. Also bei uns auch. Ja.
Oh, sehr schön. Ach, ja, okay. Also um mich jetzt abzulenken von diesem Gedanken, werde ich mal Erikas Kommentar vorlesen, damit du den auch siehst. Ich möchte euch mal Danke sagen für eure Idee, den Podcast, wo ich schon viel über mich gelernt habe. Auch fürs gute Zureden, wenn ich mal einen künstlerischen Knoten habe. Eure Inspiration. Es macht einfach Spaß. Schön, dass ihr uns so viel gebt. Und dafür mal von ganzem Herzen Danke. Bitte, bitte, gerne. Ja, von ganzem Herzen danke, Erika, weil es sind ja immer die beiden Seiten, ne? Also diejenigen, die einen Knoten haben, wo wir beispringen können. Und auf der anderen Seite aber auch jeder von euch, der in der Gruppe ist, gibt seinen Teil damit rein. Und aus dieser ganzen, aus diesen ganzen Bestandteilen lebt das ja. Also wir wären ohne euch ja das gar nicht. Ja, und also ganz, ganz klar, ich, Erika, jetzt kann ich es ja auch mal sagen und nicht mehr immer nur schreiben, deine Frösche. Ich liebe sie. Ja, ich auch. Ja, also die Frösche, die habe ich immer sehr bewundert schon, also schon immer, weil es war ja, also Frosch war ja immer so das, was mich eigentlich so animiert hat, selber zu malen, weil ich wollte einen Frosch für meinen Abenteuer-Kinderwelt-Kurs, für diese eine blöde Malgeschichte. Und ich wollte unbedingt einen Frosch haben und habe dann sogar meine Freundin gefragt, kannst du mir einen Frosch malen? Kannst du mir den bitte schicken? Ich brauche den bis morgen und hin und her. Und dann hat die gesagt, ja, mal halt einfach einen. Und ich so, mal halt einfach. Ich kann keinen Frosch, ja. Und ja, und also die Frösche von Erika, die habe ich von Anfang an ins Herz geschlossen und habe so gedacht, oh Gott, genau so hätte ich gern einen gemalt. Ja, und ich muss die ganze Zeit grinsen, weil ich dich dauernd vorm Frosch sehe. Ach Gott, ja, da hinten hängt dann einer, genau. Aber das hat Jahre gedauert, ja, auf jeden Fall mal ein Jahr gedauert, bis ich tatsächlich einen Frosch malen konnte. Der kam ja einfach so. Brauchtest intuitiv. Du gar nicht drüber nachdenken, dass das jetzt ein Frosch wird oder nicht. Das sollte eigentlich kein Frosch werden. Und das sind die besten Frösche, die eigentlich keiner werden soll. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, Conny, siehst du, und diese Aussicht habe ich jedes Mal beim Podcasten. Conny schreibt, dass sie deinen Frosch die ganze Zeit schon bewundert. Ja, den mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Wobei ich überlege immer wieder, ob ich den Hintergrund einfarbig noch mache. Da ist mir zu unruhig, der Hintergrund. Meinst du? Irgendwie habe ich so das Gefühl, der könnte auch gut irgendwie einfarbig sein. Mal gucken. Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht nur erstmal, also wenn ich das jetzt, wenn es jetzt mein Bild wäre, würde erstmal anfangen an den Stellen, wo der Kontrast gering ist, zum Hintergrund. Vielleicht nur da mal ein bisschen was machen und ansonsten kann er ja so ein bisschen bunt bleiben. Ja. Erika findet deine Froschgeschichte süß zu hören. Ja. Silvia hat die Kommentare nicht, ich habe sie hier und deswegen lese ich sie halt immer mal vor. Ja, mach ruhig, die Podcast-Hörer haben die ja auch nicht. Genau, das stimmt. Ist ganz gut, wenn du die immer mal vorliest. Ja, so gesehen. Ich habe gerade ein lustiges Wort geschrieben. Was hast du für ein Wort? Ich glaube, das ist jetzt mein neues Lieblingswort. Ich habe ja immer Wörter, die ich sehr, sehr gerne mag. Oh ja. Wie zum Beispiel Stichpimpuli-Bock-Forzellorum. Bitte? Stichpimpuli-Bock-Forzellorum. Was ist das denn? Das ist ein Schnaps. Das ist ein Schnaps gelernt. Oder ein Likör. Kräuterlikör, glaube ich. Ich lasse mich da gern korrigieren. Aus der ehemaligen DDR. Und mein Arbeitskollege, der hat das Wort irgendwann mal gesagt und ich habe dann so, was? Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das kann ich gar nicht aussprechen. Und dann hat er mir, also eine Flasche hat er dann mal mitgebracht. Also ich habe das dann auch wirklich live gesehen. Ja, dann geht's, ne? Und dann habe ich so, okay. Und dann habe ich das Wort geübt und geübt und geübt, weil ich wollte es aussprechen können. Und meine Bewohnerin, geistig behindert, blind, saß neben mir und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, und die hat dann so in sich reingekichert und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, sag du mal, und dann hat sie das Wort perfekt ausgesprochen und ich habe so gedacht,
Okay, also die hatte das nicht großartig sehr oft gehört. Ne? Also geübt hatte ich mehr so für mich und sie hatte das Wort vielleicht 5-mal gehört und hat es dann einfach gesagt und ich so, sehr und cool. Seitdem habe ich das immer wieder mal gesagt und habe gesagt, weißt du noch unser Lieblingswort? Und dann hat sie noch, ich bin Pullibock vor rum. Und mittlerweile können das alle unsere Bewohner, aber die Mitarbeiter nicht. Okay. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass unsere Leutchen auch mal was können, was die Mitarbeiter nicht können. Das sind die denen nämlich überlegen. Und letztens habe ich ja ein Dran-Denkomat gebastelt. Ah, schön. Damit das eine Mal zusätzlich Zähneputzen nicht vergessen wird. Und jetzt habe ich gerade geschrieben, Eidechsenschwanzschnipsel. Och Gottchen. Auch ein schönes Wort. Eidechsenschwanzschnipsel braucht die Barbara Blocksberg zum Herstellen von Liebestränken. Und ich mache nämlich gerade die Bibi Blocksberg Challenge. Und da... Ja. ist heute dran ein Wunschzettel und natürlich braucht man stets genügend Eidechsenschwanzschnitzel. Schnipsel. Eidechsenschwanzschnitzel. Schnitzel. Schnipsel. Schnipsel oder Schnitzel? Schnipsel. Okay. So, und jetzt hat uns auch noch die Michaela entdeckt. Wie cool ist das denn, dass ich euch jetzt live sehen kann? Danke für das Teilhaben. Ja, hallo Michaela, schön, dass du da bist. Hallo Micha. Wunderbar. Ja, mein Lieblingswort ist, hat was mit meinem Sehnsuchtsort zu tun. Mein Lieblingswort ist Humu Humu Nuku Nuku Apua. Ja, sehr schön. Also, das Wort zu lernen war auch so eine kleine Herausforderung, aber es ging dann recht schnell. Das ist der hawaiianische Nationalfisch. Das ist total verrückt. Und ist das ein ganzes Lied drüber? Ist das dieses Wort, das die Carla Gerlach da mal hatte? Nee. Das ist wieder ein anderes. Nee, da geht es um dieses hawaiianische Vergebungsritual und das heißt Ho'oponopono. Und ich glaube nämlich, ne? Also ich liebe ja Wörter, die irgendwie komisch sind und so. Ich mag das schon. Aber ich glaube, die dürfen für mich nicht so viele Vokale haben und nicht so viele gleiche. Ich habe gemerkt, ich mag sehr gerne Wörter mit doppelten Konsonanten. Mhm. Also ich mag, mein Name hat ja auch schon Doppelkonsonanten, der Nachname. Und also ich liebe Wörter, wo irgendwelche Konsonanten doppelt vorkommen. Aber so viele Vokale und so viele gleiche Vokale sind nichts für mich. Ja, das ist halt eine Eigenheit dieser, dieser Sprache, eben auch Vokale zu doppeln oder überhaupt auch Wortbestandteile zu doppeln. Ne? Also Ho'oponopono ist ja auch dieses Ponopono ist gedoppelt. Ho'o ist auch schon gedoppelt. Und bei dem Humu, Humu, Nuku, Nuku, Apoa, sind 3 Doppelungen drin. Ne? Ja, aber das sind komische Doppelungen, sage ich dir. Ich finde es schön. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ich werde es nie lernen. Es ist ja echt eigentlich auch Hawaii. Hawaii. Ja. Ne? Mit 2 I hinten. Ja. Und da ist auch ein Apostroph dazwischen. Und das allerkürzeste Wort mit der Doppelung, hawaiianisches Wort, heißt A'a. Mhm. Das kenne ich. Weißt du, wofür es ist? Nee. Es steht für eine bröckelige Sorte Lava. Aha. Siehste? Ja, finde genau, ich einleuchtend. Also das finde ich sehr einleuchtend. Ja. Daher kommt es vielleicht auch. Möglicherweise, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Weil woher sonst? Ja, mit diesen besonderen Wörtern, da gibt es auch eine Postkartenserie, wo Wörter aus verschiedenen Sprachen gesammelt sind, die so ganz besondere Zusammenhänge erklären, die es in unserer Sprache so gar nicht gibt, wo du da halt ganz viele Wörter für brauchst. Und in manchen Sprachen brauchst du da halt nur ein Wort für. Mhm, und da gibt es zum Beispiel auch wieder ein hawaiianisches Wort, das heißt Akihi. Und was heißt das? Das heißt so viel wie sich zu verlaufen
nach dem Weg zu fragen und noch im Losgehen wieder die Wegbeschreibung vergessen. Und das ist ein Wort? Das ist ein Wort. Ach, das passiert mir so oft. Mir auch. Das ist sehr witzig. Ja, das heißt auf Hawaiianisch Akihi. 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 Okay. Akihi. Muss ich mir mal merken. Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Wort. Man kann mit Sprache richtig viel Spaß haben. Ja. Mit Wörtern. Ja, das ist gerade eben, also die Bibi Blocksberg Challenge, die ist ja rum vom November und wir haben jetzt eben so eine Lettering Challenge, weil ich auch gesagt habe, mir macht es total Spaß, mit der Sprache zu spielen und gerade macht mir das Reimen ja auch wieder so viel Spaß. Ja. Also ich habe ja gestern gepostet die Malgeschichten. Ja, machst du ja auch gerade wieder eine, ne? Eine Malgeschichte. Da mache ich gerade ein Malbuch für meine Nichte und habe das auch an meine Chefin von Abenteuer Kinderwelt geschickt, also meine ehemalige Chefin, ich mache ja keine Abenteuer Kinderweltkurse mehr und habe ihr das jetzt geschickt und sie hat dann auch gemeint, oh ja, und da machen wir mal irgendwie ein Malvideo für die Abenteuer Kinderwelt Kinder. Genau, also das kommt gerade wieder so zurück. Ich hatte dafür jetzt wirklich dieses Jahr überhaupt keinen Kopf. Mhm. Und das ist aber ja so das, was, ja, womit eigentlich so die letzten Jahre, das war immer fester Bestandteil meines Alltags, dass ich mir irgendwelche Spiele ausgedacht habe, irgendwelche Fingerspiele gereimt habe, Rhythmusspiele gereimt habe, dazu dann eben jetzt auch noch malen konnte. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, es macht gerade wieder richtig Spaß. Ja, wunderbar. Und hallo, ich liebe komische Wörter. Ja. Hi, Gabi. Ich kürze auch gern Namen ab. Ja, ich hoffe, dass das passt, aber ich glaube, bei der Gabi ist es okay. Nee, da lassen wir mal Gabriele. Ja, genau. Okay. Mich kürzt du ja auch nicht ab. Nee, du hast auch mal gesagt, dass du das nicht möchtest. Das respektiere ich dann. Tu das nicht mehr. Aber eigentlich kürze ich gerne Namen ab. Ja, irgendwann habe ich mal Andi zu dir gesagt und hast du gesagt, ich heiße Andrea. Okay. Ja, keine Ahnung. Das hat auch eine ganz lange Geschichte. Also ich habe immer Leute beneidet, die die Kurzform von ihrem Namen hatten. Mhm. Und die halt eben so einen Rufnamen hatten, so einen Spitznamen irgendwie. Und ich wollte das auch mal eine Zeit lang. Und dann hat aber... Genau, eine Freundin hier aus dem Dorf, die hat angefangen, mich Andi zu nennen. Und das fand ich dann so blöd. Ich sag, nee, das lassen wir mal lieber. Also mich haben tatsächlich in der Schulzeit alle immer Silvia genannt. Aber meistens Silvia. Silvia, okay. Silvia. Und manche sagen Silvia. Und was ich ganz schlimm finde, ist, wenn jemand Sylvia sagt, weil ich werde nun mal mit I geschrieben. Ja. Aber es gibt Leute, die lernen das nie. Und die sagen also auch nach jetzt 43 Jahren immer noch Sylvia. Und schenken mir auch Tassen mit Sylvia. Ja, wenn es die andere Fassung einfach nicht gibt. Ja. Gekauft. Hallo Doris. Doch, doch, die gibt es schon auch. Aber ja, habe ich aufgegeben. Und ich finde es aber sehr witzig, die eine Bewohnerin, die auch Stich Pimpoli Bock Forzelorum sagen kann, oder das als erstes konnte, die sagt in letzter Zeit immer Silvi. Okay. Und die, ja, also ich kann damit ganz gut leben, kann damit umgehen. Eine Freundin habe ich, die nennt mich seit Jahrzehnten jetzt, nennt die mich Silf. Silf, ja. Silf. Mhm. Ja, ich weiß nicht, warum. Aus dem Freundeskreis meiner Schwester kenne ich auch eine. Entweder Silvia oder Silf. Silf, ja. Aber also auch bei der macht mir das nichts. Ja. Und ja, Gabriele schreibt gerade, dass sie über Abkürzung von Namen überhaupt nicht mag. Oh, okay. Also dann, sorry, Gabriele. Alles gut. Ich glaub, meine Cousine heißt Gabriele. Mhm. Und die wird immer nur Gabi genannt. Ja. Also oft hat es ja auch solche Verbindungen. Ne? Mhm. Ja. Ja, klar. Also ich kenne auch alle Gabrieles, die ich kenne. Das sind etliche, die sich alle Gabi nennen. Mhm.
Meine Schwester nennt sich auch immer abgekürzt selber, komischerweise. Dabei hat die so einen schönen Namen, die heißt Manuela. Mhm. Ja, aber Manu ist auch schön. Schreibt auch immer nur Manu unten drunter. Ja. Manu und Ela, kenne ich Ela, beides. Genau. Ja, kenne ich auch beides. Ela finde ich auch schön. Naja, liegt ja auch nahe bei dir. Ja, meine Tochter, die, da wird immer gefragt, ist es eine Abkürzung von Elisabeth oder so oder irgendwas? Und dann sage ich immer, nee. Die heißt so. Die heißt so. Das ist ein altdeutscher Name tatsächlich. Mhm. Also die heißt Elli und nicht Elisabeth oder so. Ja, dann hast du ja noch die Lieblingskollegin Ella. Ja, genau. Da ist das ja auch noch mit der Ela auch nicht weit weg. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber also ich mag Abkürzungen eigentlich echt ganz gern. Mir gefällt es. Also ich habe nichts dagegen, wenn Namen abgekürzt werden. Ja. Ja, ich hatte gerade noch einen Impuls. Hast du noch einen Gedanken? Ja, ich überlege gerade. Nee, ist weg. Fällt mir vielleicht später wieder ein. Das macht es. Michaela schreibt gerade dazu, ich nenne mich selbst auch nur Ela und werde seit Jahren immer so angesprochen. Ach, ist ja spannend. Ja, ich finde es auch schön. Ich finde Ela ist... Okay, dann heißt es, dann nennen wir Michaela jetzt künftig Ela. Ja. Habt ihr heute das Thema Namen? Nein, wir haben nicht das Thema Namen dort. Wir sind jetzt nur über Wörter quasi draufgekommen, also wie halt so die Impulse sind, durch die unterschiedlichsten Elemente, die man so aufnimmt. Und nein, du bist hier nicht sorry reingeschneit, sondern wir haben heute absichtlich aus Jubiläum 600 Mitglieder bei den Malfreunden eine Live-Podcast-Session. Und es ist schön, dass du dabei bist. Ja. Ich muss mal ganz kurz absetzen. Ich habe hier ein irritierendes Geräusch. Eventuell ist es bei mir. Nee, ich kriege Tinnitus, glaube ich. Das war so ein Pfeifen, keine Ahnung. Nee, jetzt ist es weg. Ja, mir ist wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, weil ich ja bei Instagram Knallis Art heiße. Mhm. Und das ist entstanden. Ich glaube, das ist auch erklärungsbedürftig, ja, für die, die es nicht kennen. Das ist entstanden aus einem... Ja, also ich war mal in einem Forum und da hieß ich Knallgrau. Wir hatten alle irgendwie so komische Namen. Da gab es Dunkelbunt und Neonbeige und ich hatte Knallgrau. Grau ist ja keine. Knallgrau ist ja nun mal keine knallige Farbe. Also Grau ist in der Regel eher nicht so knallig. Und ich hieß dann aber Knallgrau. Und dann wurde ich immer Knalli genannt. Ja. Und wir hatten dann, also daraus ist eine ganz, ganz tolle Truppe entstanden. Eine ganz schöne Freundschaft zu mehreren Frauen aus, ja, die in ganz Deutschland verteilt sind. Mhm. Klasse. Und da bin ich einfach die Knalli und irgendwie war das dann naheliegend, dass ich Knallis Art heiße. Ja. Ja. Ja, okay, also ich werde noch mal ganz kurz hier die Kommentare, also weil unsere Zuhörerinnen werden reger. Gabriele findet das Bild hinter dir toll. Okay. Und Dorit freut sich. Ja, yeah, wir uns auch. Ja. Conny sagt, dass ihr Cornelia gar nicht gefällt. Nele findet sich schöner und das hört sich weicher an. Meine Cousine heißt tatsächlich auch Cornelia und wurde auch immer Conny gerufen. Und die war so eine, auf die war ich furchtbar neidisch. Weil die hatte gleich noch Conny und ja, Nele. Conny und die Conny war mega beliebt außerdem. Mhm. Und Celine ist auch da. Hallo, schön, dass es Ja, schön, dass du dabei bist. Nicht nur schön, dass es uns gibt, sagt sie. Sehr toll, ja. Ja. Ja, wir nehmen auch schon fast wieder eine Stunde auf. Oder ja, ist es schon eine Stunde? Ja, ne? Wir sind schon ich glaube, knapp über eine Stunde. Wir müssten dann auch langsam wieder aufhören. Obwohl es gerade auch wieder so viel Spaß macht. Ja. Das ist ja von dem Impuls ausgehend, warum wir in der in unserer Malfreunde-Gruppe, die jetzt so groß geworden ist, so wunderschön, keine Regeln
ausgeben, wenn ihr reinkommt, habt ihr bestimmt gemerkt, gerade jetzt die neu dabei sind, werden sich gut daran erinnern, dass sie da keine Regeln anklicken müssen, die sie verinnerlicht, inhaliert, aufgeschrieben, am besten noch in die Stirn tätowiert haben, sondern dass wir da sind, wie wir sind und dass wir gemeinsam eine schöne Zeit haben wollen in der Gruppe und aus diesem Grund eben keine Regeln brauchen, sind wir gekommen zu Namen. Das ist irre, ne? Aber das ist gerade, jetzt schließt sich der Kreis, weil eine Regel haben wir wohl. Ja. Und auf die legen wir auch sehr viel Wert, nämlich, dass der Urheber von den Bildern, die ihr nachmalt, auch genannt wird. Also da ist dann auch manchmal Namen schon auch sehr wichtig. Und ja, das stimmt. Das ist eigentlich die einzige Regel, die wir haben in der Malfreunde-Gruppe, dass das Urheberrecht nicht verletzt wird. Ja. Aber deswegen machen wir jetzt trotzdem keine Regeln. Nee, aber das ist, glaube ich, ist das nicht sogar, steht in unseren Regeln, oder? Nee, wir haben keine Regeln. Das steht in der Beschreibung drin, in der Beschreibung der Gruppe. In der Gruppenbeschreibung, ja. Okay. Aber wir haben keine Regeln. Ja gut, aber okay. Deswegen machen wir jetzt auch keine auf. Nein, machen wir nicht auf, aber das, da schließt sich jetzt der Kreis. Ist doch schön. Da sind wir wieder beim Namen, genau. Von den Regeln zum Namen. Ja, zurück zu, wir haben keine Regeln. Wir haben auch keine Regel, dass wir jetzt pünktlich um 1 Stunde 5 Minuten mit dem Podcast aufhören müssen. Aber alle die unseren Podcast hören, die finden das auch so gut so. Auch wenn sie länger sind. Ja, Dorit schreibt noch, ich glaube, weil wir so gut wie keine Männer an Bord haben, brauchen wir auch keine Regeln. Zwinker, zwinker. Ja, da könnte was dran sein. Nee, ja, doch, da muss ich widersprechen, glaube ich, weil, also zum einen haben wir in der letzten Zeit sehr viele Männer dazu gewonnen, also wir sind nicht mehr so wenige Männer, aber aus meiner Erfahrung, langjährigen Erfahrung im sozialen Bereich, kann ich sagen, dass Teams, in denen Männer Teil des Teams sind, wesentlich weniger Regeln brauchen als so Weiberhaufen. weil das dann, also, aber ich glaube, es ist unabhängig von, es hat schon, glaube ich, was damit zu tun. Männer sind oft unaufgeregter und bringen mehr Ruhe rein in manche Sachen. Also gerade im sozialen Bereich ist es immer wieder erlebbar, aber grundsätzlich braucht es, glaube ich, einfach nur einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander und dann braucht es keine Regeln. Genau, und das ist genau das, was wir ja hier in der Gruppe haben. Und das Schöne ist, dass es tatsächlich zu beobachten ist es ist einfach so, dass egal wie viele jetzt neu dazugekommen sind, die Stimmung einfach immer wertschätzend bleibt. Ja. Und das ist uns auch wichtig und aber es ist auch keine Arbeit für uns, Gott sei Dank. Weil es einfach so ist. Genau, hier sind noch zwei dazugekommen, also zwei Kommentare. Gabriele schreibt, wir sind seit einer Ewigkeit ihr erster Podcast, obwohl sie sowas eigentlich gar nicht mag, aber uns findet sie toll. Danke, Gabriele. Und Celine stimmt dir zu. Sie schreibt, dass sie auch die Erfahrung gemacht hat, dass es manchmal einfacher sei, mit Männern zusammenzuarbeiten. Ja, ich glaube, da ist jeder auch so ein bisschen anders gestrickt und das ist bestimmt auch, da macht jeder auch andere Erfahrungen, gell? Aber jetzt kommen hier ganz viele Kommentare. Ja, das ist ja wunderbar. Dann hören wir halt nie wieder auf. Sobald es um Männer geht, werden sie lebhaft. Das ist auch was man ganz gut beobachten kann, dieses Phänomen kenne ich. Ach so. Ja, Michaela hat Michaela schreibt noch eine Frage. Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, das Phänomen auch. Kennst du? Gibt es da noch was zu beschreiben? Nee. Ah, okay, gut. Michaela schreibt, und das auch, da sind wir jetzt auch wieder quasi am Anfang mit unseren Regeln. Es würde sie interessieren, oder ich merke, dass sie viele Leute haben, die Kreativität anbieten, also Online-Kurse, inwiefern es möglich ist, für seine eigenen Angebote Werbung zu machen. Wie reagiert die Gruppe darauf? Ist Bedarf für die Art der Vermittlung an Kreativität? Selbstverständlich, Michaela, ist Bedarf. Na klar.
Und dafür haben wir auch jedes Mal so ab einer bestimmten, wenn wieder so 10, 20 neue Leute mit dazugekommen sind, dann holen wir ja auch dieses Posting wieder nach oben, wenn wir, wo wir auffordern, eben die Webseite zu teilen oder die Kursangebote und so weiter. Also das ist überhaupt kein Thema, Michaela. Du wirst mit Sicherheit für deinen genialen Gesichterkurs hier in der Gruppe ganz, ganz, ganz viele Teilnehmer finden. Ja, aber hallo. Bin ich überzeugt von. Ja. Mach da einen Riesenpost. Und damit es auch keiner übersehen kann, bitte. Ja, genau. Genau. Also du bist jetzt auch mal mit Y angesprochen worden gerade. Ich lese es ja Gott sei Dank. Alles gut. Ich verzeihe es. Sehr schön, genau. Ja, nee, alles prima. Ja, also nicht nur, aber wie gesagt, wir haben dieses Posting, wo jeder auch seine Webseite, seine Facebook-Fanpage, seinen Laden und so weiter eintragen kann und auch Kurse und so weiter. Also, ja. Aber das weißt du doch eigentlich, Michaela, oder? Ja, wir sind wunderbar, danke. Schreibt Michaela gerade. Ela schreibt das gerade. Ich muss mir das erstmal angewöhnen, dass du Ela bist. Ja. Ja, da es ja mit meiner umfänglicheren Plattform, für die ich dann auch für andere Kursanbieter öffnen werde, noch ein bisschen dauert. Ja, hau erstmal raus und dann sehen wir weiter. Ne? Sehr cool. Ja. Ja. Das finde ich auch. Ja, okay. Und auch wenn ihr irgendwas findet bei YouTube, wo ihr sagt, oh cool, ich habe dem Tutorial gemalt und es gefällt mir total gut und es hat mir Spaß gemacht und ihr postet dieses Bild, dann gern einfach noch den Link dazu mit dem YouTube-Video, weil, warum nicht? Ja, also zum einen schützt du damit sowieso gerade schon den Urheber, also es ist dann einfach klar, woher es kommt und du müsstest es sowieso nennen, woher es kommt. Und dann, wenn du den Link dazu gibst, kann der Nächste gleich mit einem Klick einsteigen und dasselbe machen. Genau. Ja, und das genauso Spaß super. Haben. Ja. Also das ist eigentlich so, dass wir wollen alle gemeinsam Spaß haben am Malen. Und dazu braucht es Inspiration, Anregung und eben auch tolle Tipps. Ja, und dafür sind wir ja auch hier, genau. Ja. Um das alles zu finden. Also wenn ihr irgendwo, was weiß ich, gerade an einem Malkurs teilnehmt, dann postet das da rein, postet das mit dazu oder ja eben, wie Silvia schon sagt, hast du ein tolles Tutorial gefunden, dann schreibt es ruhig mit rein, das ist alles super. Gabriele schreibt dazu, das finde ich so schön, dass hier eben kein Kompetenzgerangel gibt und jeder eine Bereicherung ist. Ja. Genau so. Bitte. Darüber, Gabriele, haben wir uns ja auch in unserem Online-Training unterhalten. Daher wusstest du, dass Gabriele genannt werden will. Ja. Ihr kennt euch. Ja, klar, wir kennen uns. Okay. Haben uns da ein bisschen näher kennengelernt. Und wir sind da beide in der gleichen Schiene unterwegs, eben die Schwelle fürs Anfangen im Malen und überhaupt im Kreativwerden so klein wie möglich zu halten und eben auch möglichst viele daran zu holen. Und dann ist es eben genau dieser Punkt, das schaffe ich nicht alleine. Es gibt so viele Impulse da draußen, es gibt so viele Menschen, die machen so wunderbare Sachen. Und je weiter sich das verbreitet, umso besser. Warum soll ich dann hier sagen, hier in unserer Gruppe findet nur das statt, was Silvia und ich gut finden? Das wäre doch völlig bescheuert, da würden wir uns ja ins eigene Knie schießen. Nee, wir wollen diese Impulse ja auch. Und wir wollen möglichst viel weitergeben. Und ich persönlich möchte, dass noch ganz viele mehr rausgehen und sagen, hier, Inspiration, wir machen das noch weiter und wir geben das weiter. Und je mehr das sind, umso besser. Mhm. Weil, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, Kreativität ist die Kernkompetenz, die es braucht in den nächsten Jahrzehnten, um mit den Problemen fertig zu werden, vor denen unsere Welt steht. Und es muss, je mehr Menschen sich dessen bewusst werden und auch einen Kanal öffnen für ihre eigene Kreativität, umso eher sind die Leute in der Lage, da auch ihren Anteil dran zu sehen und zu merken, okay, ich kann hier selber auch was bewirken, weil ich habe Ideen, wie es gehen kann. Und mit denen gehe ich raus.
Und deswegen braucht es hier wirklich jede kreative Seele. Ja, also das ist das eine, was uns eben auch beiden immer wichtig ist. Für mich ist noch ein anderer Aspekt total wichtig. Ich habe einfach dadurch, dass ich angefangen habe zu malen, festgestellt, wie gut mir das tut und wie wichtig das für meine Psyche ist. Und ja. Wir leben in einer Welt, die total verrückt ist, wo wir ganz vielen Reizen ausgesetzt sind. Ganz viele Menschen haben psychische Erkrankungen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Mhm. Es ist alles nicht so einfach, das Leben. Wir stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen und so weiter und so fort. Und nachdem ich dann mal kennengelernt habe, was das Malen mit einem machen kann und wie sehr es einem helfen kann, wieder so mittig zu werden und einfach dann auch wieder ein anderes Standing zu haben, weil du einfach ausgeglichener bist und irgendwie mehr bei dir wieder sein kannst und eine Ausdrucksform gefunden hast für deine Gefühle, wo du auch in den Bildern vielleicht auch was sehen kannst, was gerade mit dir so los ist. Du lernst dich besser kennen. Das ist einfach so, so wichtig. Und das ist so ein Grund, warum ich das so wichtig finde, dass viele Menschen malen, weil es so wertvoll ist für jeden Einzelnen. Und ich freue mich für jeden, der diesen Zugang gefunden hat, weil es bei mir halt auch sehr lang gedauert hat. Ja, also das ist tatsächlich sowas, ich glaube, dass das Malen einfach wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ja, das finde ich auch. Also für sich selber heilsam und in der Folge dann eben Und dann auch für alle anderen. Resilienz und Widerstandskraft und Mut und innere Stärke. Erlebst dich selber als schöpferisch und das alles breitet sich dann eben auch im gesamten Leben aus, weil das ist ja etwas, was, wie ich eben schon sagte, das gehört zu einem und das macht dich dann als Mensch aus und so gehst du dann eben auch in deine Umgebung. Ja, und du erfährst eben diese Selbstwirksamkeit, was so wichtig ist, damit du irgendwie gut leben kannst und du hast Spaß. Und es ist einfach, also der Sinn des Lebens ist, glaube ich, einfach Spaß zu haben im Leben. Ja, ist gut. Celine schreibt oder beziehungsweise fragt, du meinst, Kreativität schult den Geist, auch mal über den Tellerrand zu schauen und nach unkonventionellen Lösungen zu suchen, eben weil Kreativität sich nicht in eine Schublade sperren lässt. Ja, Celine, definitiv. Also wie ich es jetzt lese, verstehst du Kreativität vielleicht auch als ein bisschen zu eng, nämlich also jetzt nur das Malen oder sonst irgendwas oder irgendwas mit den beiden Händen zu schaffen. Also Kreativität ist viel weiter gefasst. Also Kreativität ist, das schöne Wort von der Elizabeth Gilbert habe ich immer auf dem Ohr. Kreativität ist, etwas schöner zu machen, als es unbedingt sein müsste. Okay. Das finde ich total schön. Aber Kreativität ist etwas, was uns angeboren ist. Wir sind, und da empfehle ich Folge 3, lass dein Kind nie ohne Malsachen, die frühkindliche Malentwicklung. Es ist uns angelegt, kreativ zu sein. Also wir Menschen mit unserem riesigen Gehirn haben diese Eigenschaft, uns Dinge ausdenken zu können und Werkzeuge zu bauen und schöpferisch tätig zu sein. Das ist, und wir haben diesen, nicht nur diese, es ist nicht nur angeboren, sondern es ist unser ureigenster Antrieb. Wir haben auch diesen Antrieb, uns kreativ auszudrücken. Schau mal selber bei dir, wie du als Kind da warst. Du hast bestimmt gemalt irgendwie oder hast Steine gestapelt oder sonst irgendwas musiziert, gesungen, getanzt. All das sind Ausdrücke unserer Kreativität. Und ganz oft wird durch Erziehung und Schule und so weiter dieser kreative Geist gedeckelt. Mhm. Und er ist nicht mehr gefragt, weil du dich eben einem Plan unterordnen musst oder Anforderungen von anderen. Aber in dir lebt da was. Und das will raus. Und je mehr du dieser Kreativität in dir Raum gibst,
sei es durch Malen, durch Singen, durch Tanzen, durch was auch immer, deine Kreativität, wie die sich ausdrücken will. Manchmal Stricken, dauert das, häkeln, ja, manchmal dauert das, bis man das, bis man dieses, diese eigene kreative Sprache findet. Das dauert, aber du probierst halt aus. Und ja, es schult den Geist dafür, nach unkonventionellen Lösungen zu suchen. Weil du mit dem umgehst, was da ist und daraus was Neues machst. Ja. Eine witzige Anekdote habe ich noch. Ich finde es total bekloppt, Dinge zu tun, nur weil sie gemacht werden müssen. Also nur weil die auf irgendeinem Plan stehen oder so. Und ich hatte ja jetzt meine Gruppe verlassen und habe von meinen Teammitgliedern einen Adventskalender bekommen. Oh, ja. Und freue mich jetzt also jeden Tag über sehr persönliche Nachrichten und sehr persönliche Sachen, Geschenke und so weiter. Und da hatte mein Gruppenleiter geschrieben an dem ersten Tag, Diskussionen wie, warum ein Badregal abgeputzt werden muss, wo es doch schon sauber ist, nur weil es auf dem Plan steht, oder Fotos von Kühlschränken als statt Einkaufsliste. Sowas werden sie wohl nie vergessen. Und ja, verdammt. Also ja. Es ist wirklich, da ist ein Plan und da steht drauf, jeden Dienstag wird das Badregal abgewischt. Also desinfiziert, ausgeräumt, desinfiziert. Ja, wenn das aber nicht dreckig ist, also wer bitte tut das denn zu Hause? Und wenn das nicht dreckig ist, dann lasse ich das natürlich und schau, was ist denn hier im Bad vielleicht dreckig und nehme mir mal ein anderes Regal her oder schrubb mal die Badewanne oder so, weil es macht viel mehr Sinn. Und ähnlich war es mit Wasserkocher entkalken oder so, was jede Woche gemacht werden soll. Wenn in der Woche aber gar kein Tee gekocht wurde, dann war es überhaupt nicht nötig. Aber es wurde gemacht und ich habe immer, oh nein. Mhm. Und dann war eben einmal, ich sollte zum Einkaufen gehen. Nee, meine Kollegin ist zum Einkaufen gegangen und ich sollte ihr schicken, was wir brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache ihr ein Foto vom Vorratsschrank und ein Foto vom Kühlschrank, habe ihr das geschickt, fand sie nicht gut. Und ich so, wie? Und dann hat sie gesagt, ja, sie will eine Liste. Und ich so, ja, dann schreibe ich ihr halt eine Liste. Aber also ich fand es total naheliegend, ein Foto zu kriegen mit dem, was, also das ist sehr sortiert auf Arbeit, Also man sieht dann genau, auf den ersten Blick sehe ich, okay, Toastbrot ist nur noch eine Stange da, Müsli brauchen wir, das und das. Und deswegen fand ich das total naheliegend. Und dann bin ich einkaufen gegangen und dann haben die gesagt, ja, sollen wir dir auch ein Foto schicken? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, bitte. Und dann kam eine Liste. Und dann habe ich so, warum schickt ihr mir jetzt eine Liste? Ich brauche ein Foto. Gewöhnt, so eine Liste zu haben. Ja, und für die war das wichtig, eine Liste zu haben. Und ich war dann beim Einkaufen und habe so gedacht, scheiße, jetzt weiß ich aber nicht, wie viel Milch ist denn noch da? Oder wie viel... dann stand auf der Liste Milch. Keine Ahnung was und ich habe so, wüsste ich jetzt, wie viel da ist, dann wüsste ich. Ne? Und also mir hat es gefehlt, ein Foto zu haben. Ja. Und das sind so unterschiedlich ticken aber die Menschen. Mhm. Ja. Und wenn du kreativ bist und wenn du irgendwie, also manchmal lohnt es sich einfach mal, was so ein bisschen anders zu machen, weil es halt einfach Sinn macht und Spaß. Mhm. Ja. Okay, ich habe hier noch Kommentare jetzt. Gabriele schreibt, tolles Statement zur Kreativität. Ich bin auch vollkommen begeistert, welch kreatives Potenzial die Pandemie mit sich bringt. Mhm. Mein Fokus liegt auch genau darauf und nicht auf Mangel oder Einschränkung. Mhm. Ja, sehr lobenswert, Gabriele. Finde ich auch toll. Also ja, und dazu gehört, das ist eben auch der Grund, warum dir das möglich ist, weil du es gewöhnt bist, kreativ zu arbeiten und auch kreativ zu denken. Und du dann lösungsorientiert denkst und nicht auf dem, was du jetzt alles gerade an Problemen vor dir hast, sondern wie gehst du damit um? So, dann schreibt Celine noch, Silvia, malen als Seelenpflege, du hast so recht, so ist mein zweiter Lyrikband entstanden. Oh, das ist toll, klasse. Und auf meinen Den du bitte auch verlinkst. Ja, genau. auf meinen Kommentar noch zu ihrer, dass ich es womöglich zu beschränkt denke. Nein, ich beschränke es nicht nur auf das Malen,
obwohl man nur das darunter verstehen könnte. Kreativität ist eine Begabung, eine Möglichkeit, sich auszudrücken, sich zu befreien. Kreativität ist eine Begabung. Ich würde sogar noch weitergehen. Kreativität ist eine Bedingung, also etwas, was wir Menschen von uns aus mitbringen. Wir sind per Geburt kreativ. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Also ich glaube sogar, dass Kreativität genauso, also Kreativität ist eben, ich glaube, du hast es vorhin auch schon gesagt, ist so der Antrieb. Also jedes Kind, wenn man sich die kindliche Entwicklung da nochmal ins Bewusstsein ruft, ja, jedes Kind will irgendwann anfangen zu laufen. Und dann fällt es tausendmal hin, ja, und fällt immer wieder auf den Po und es will trotzdem laufen. Mhm. Und da ist ein Antrieb dahinter, ja. Ja. Das ist einfach da. Und jedes Kind will irgendwann einen Stift in die Hand nehmen und will schreiben und will Buchstaben lernen. Das wird denen dann oft vermiest im Kindergarten oder in der Schule, weil es dann heißt, sie dürfen das jetzt nicht oder sie dürfen da nicht dranbleiben oder sie halten den Stift falsch oder sie, oh, manchmal wird es auch vorher schon vermiest daheim, wenn sie nämlich dann an die Tapete malen und dann deswegen gerne auch wieder mal mein Tipp, genau. Gebt eine Wand frei, ja. Dann habt ihr das Problem ja. Nicht. Einfach mal die Folge anhören, genau, weil jetzt kommen hier noch ganz viele Kommentare, deswegen würde ich dich gerne mal kurz bremsen. Wir haben das alles in der Folge da ja schon besprochen. Aber also das so als Quint-Dingsi, weißt genau. Schon, ist, glaube ich, Kreativität tatsächlich so ein ureigenes Ding. Wie laufen lernen. Genau, die Höhlenbewohner hatten auch keine Malkurse. Nee. Erzähl, was kommt noch an Kommentaren? Genau. Dorit schreibt noch was Richtung Pandemie. Ganz viele Menschen sind frustriert, weil wir uns da irgendwie nicht vom Fleck zu bewegen scheinen. Der Unmut wächst, Aggressivität nimmt zu, Frust macht sich breit. Ich glaube fest daran, dass wir Kreativen da einen klaren Beitrag leisten können. Lasst uns ansteckend sein im positiven und im doppelten Sinne. Ja, die Leute sind in ihrem Alltag eingeschränkt, aber man kann die Gelegenheit doch nutzen, Neues zu entdecken. Gebt diesen Leuten die Hand, gebt Ideen und Impulse, bringt sie auf die Reise in ein neues, ein verändertes Leben. Ja, man kann sich nicht persönlich treffen, aber man kann rausgehen und die eingeschneite letzte Rose zeichnen oder fotografieren oder. Ja, super, ganz wichtig. Und ich glaube schon wirklich auch, dass unsere Gruppe hier da einen Beitrag zu leistet. Davon bin ich überzeugt. Glaube ich auch, ja. Gabriele schreibt noch, mein Kunstlehrer gab mir in der 9. Klasse eine 5 auf dem Zeugnis mit den Worten, Sie können es nicht und Sie werden es nie lernen. Super. Ich habe es ihm so geglaubt, dass ich 30 Jahre lang vergessen habe, dass ich malen liebte und meiner Meinung nach immer konnte. Ich glaubte zunächst tatsächlich, dass ich gerade erst zu malen begann, bis ich irgendwann im Keller alte Schulbilder fand. Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, Gabriele, das ist eine Erfahrung, die haben ganz, 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 ganz viele Leute gemacht. Ganz viele. Und haben es aus dem Grund gelassen und vor allen Dingen auch, ja, es ist auch nicht gefragt, wenn der große Lebensplan dann lautet, du musst heiraten, du musst Kinder kriegen, du musst ein Haus bauen, du musst einen Beruf finden, als Angestellter finden, wo du gehorchst, dann die nächsten 45 Jahre lang, bis du in Rente gehst. Wenn das der Plan ist, dann kommt Kreativität nicht vor und dann brauchst du die auch in der Schule nicht. Ja, und Kunstlehrer, also es ist auch tatsächlich so, hallo Nicole, dass in der Schule der Kunstunterricht eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt, zu Unrecht. Ja. Und der müsste so viel wichtiger und genommen werden und ganz anders stattfinden. Ja. Und die Kunstlehrer sind sich dessen einfach nicht bewusst, was sie da anrichten können, was sie da kaputt machen können und was sie da für eine Verantwortung haben, weil sie das selber nicht wissen. Sie wissen es nicht, die Lehrpläne sind nicht so. Nee. Es wird wird ihnen an der Uni nicht so gelehrt. Ich habe hier im Podcast, habe ich mal über die Kunstlehrerin von meiner Tochter so ein bisschen geschimpft, gell? Und habe ich das aufgelöst eigentlich? Habe ich da gesagt, dass sie da ganz gut reagiert hat?
Das hatten wir, glaube ich, drin, ja. Und ich kann dazu auch nur wieder sagen, es war so wichtig, dass ich diesen Brief geschrieben habe, weil es bis jetzt anhält und meine Tochter, ich habe sie jetzt erst wieder gefragt, habe gemeint, wie ist es denn? Und dann sagte sie, das ist so toll und der Kunstunterricht macht jetzt richtig Spaß. Und das ist großartig. Einfach gut. Ja. Ja, apropos Spaß machen. Und wir sind jetzt bei 1,5 Stunden Aufnahme und ich glaube tatsächlich an das Wort, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, wir sollten das wieder mal machen. Auf jeden Fall. Also das hat jetzt richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch mit, dass ihr dabei wart und Fragen gestellt habt, dass wir ins Gespräch gekommen sind direkt mit dem Podcast und ich glaube wirklich, wir sollten das öfter machen. Aber dann kündigen wir es eher an. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht dann auch ein bisschen. Genau, ja, so machen wir das. Ja. Ja, super. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Es war richtig, richtig toll, damit euch jetzt euch ins Boot zu holen für unseren Podcast. Und ja, danke Silvia wieder für das großartige Gespräch. Ja, vielen Dank, Andrea. Es war toll mit dir. Ja, ich kann schon gar nicht, mir tut es jetzt schon weh, dass wir eine Pause machen wollen zwischen Neujahr und glaubst du da immer noch dran? Zwischen Weihnachten und Neujahr da mal eine Pause machen wollen. Ja, jetzt kommen hier noch Kommentare. Ich glaube, ich muss sie noch kurz vorlesen. Die Sandra Alisch ist da. Hallo. Hi, mein Sandra. Sohnemann malte mal aus der Linie heraus beim Ausmalen und brach in Tränen aus, ja, was man da im Kindergarten kaputt gemacht hatte. Jahrelang habe ich das bei meinen Kindern in der Schule auch gefordert, schön in der Linie gemalt, habe ich gelobt. Heute denke ich, wie schrecklich einengend das war. Wie schön, wenn Kinder ihre Emotionen zu Papier bringen können. Das versuche ich heute zu loben. Das machst du super. Und genau dieses Ding, das sie gelernt haben, nicht über die Linie zu malen, das habe ich bei meinen allerersten Happy Painting Kursen erlebt, als ich selber welche gegeben habe, dass die Menschen nicht über die, sogar nicht über die selbst gezeichneten Linien drüber malen können. Eben genau deswegen, weil es auf die Finger gab, weil es Schimpfe gab, eine schlechte Note, wenn man beim Ausmalen über die Linie gekommen ist. Mhm. Oh Gott! Und was ich da entgegensetze, ist zum Beispiel in dem Malbuch, das ich jetzt für meine Nichte mache, ich male lauter Schnecken und die müssen versteckt werden. Schön. Die werden übermalt, am besten mit Schwarz. Und das ist so wichtig. Also das ist einfach, ne, das ist auch okay, und das ist überhaupt nicht schlimm, genau, ja, wenn Fehler passieren. Hatten wir so auch mal eine Folge. Ja. Und Nicole, super, vielen Dank für den Input. Gerade kam meine 9-Jährige von der Schule ganz stolz. Sie hat eine 1 in Kunst bekommen, in 3D-Objekte malen. Ihr Kommentar, das habe sie von mir geerbt. Super, klasse. Ja, Nicole, du bist ja auch so eine ganz fantastische Anstifterin. Also wirklich ganz großartig, was du machst in deinen Kursen. Super. Ja. Jetzt kommen hier ganz viele Danke, Danke, Dankes von Gabriele, Dorit, Michaela, von allen überhaupt. Und wir sagen nochmal Danke und passt gut auf euch auf. Und ja, wir sehen uns wieder in diesem Format. Es war super schön und das machen wir wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Donnerstag. Ja, ich bedanke mich auch. Macht's gut. Und ja, tschüss. Tschüss. Dies war eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.